Herr Frimuth, es sind aufregende Zeiten für einen DFB-Vizepräsidenten, vor allem wenn er auch gleichzeitig für den Spielbetrieb der dritten Liga zuständig ist und das Ganze während einer Pandemie. Ich danke Ihnen trotzdem, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen. Gerne, gerne. Hallo. Herr Frimuth, wenn es nach der dritten Liga und nach dem DFB vor allem geht, dann rollt der Ball in einer guten Woche wieder. Aber es gibt dennoch unglaublich viele Hürden zu nehmen, vor allem auf politischer und landespolitischer Ebene. Wo hängt es da aktuell konkret? Also zunächst mal hat der DFB nur die Vorbereitung getroffen als verantwortliche spielleitende Stelle, als Spielklassenträger. Das ist auch seine Aufgabe, aber die Entscheidung, die liegt im Prinzip hier im politischen Raum und da laufen im Moment wohl die Abstimmungsprozesse. Aber ich hoffe eigentlich, dass genau wie der bezahlte Fußball, wie Menschen ihrem Beruf Fußballspieler in der zweiten Liga nachgehen können, dass es so im Prinzip auch beim DFB-Pokal in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga und dann auch in der dritten Liga sein kann. Sie sagen, die Prozesse laufen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, dass es in der dritten Liga auch weitergeht. Aber was fehlt denn konkret? Es fehlt die Zustimmung, die bundesweite Zustimmung der gemeinsamen Runde der Ministerpräsidenten. Nach meinem Kenntnisstand hat die Sportministerkonferenz die Voraussetzungen aus ihrer Sicht geschaffen, indem entsprechend auch für die dritte Liga gesagt wurde, was nämlich vorliegen muss, ein Konzept. Diese Dinge liegen alle vor und jetzt geht es im Hinblick auf eine bundesweite Umsetzung sicherlich auch darum, die Rahmenbedingungen für die Vereine in den einzelnen Bundesländern, aber dann auch bundesweit gleichmäßig natürlich zu schaffen, dass der Spielbetrieb eben aufgenommen werden kann. Es gibt drei Vereine, die stehen vor massiven Problemen, und zwar Jena, Magdeburg und Halle. Die sind nämlich in den Bundesländern Thüringen und Sachsen-Anhalt beheimatet. Dort ist aktuell kein Mannschaftstraining möglich und auch Wettkämpfe sind verboten. Was kann jetzt der DFB da aktuell machen, um diesen Vereinen zu unterstützen? Also der DFB versucht zunächst als Spielklassenträger im Interesse der Vereine, also nicht im Interesse Einzelner, sondern im Prinzip der Vereine der dritten Liga, des DFB-Pokals und auch der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga mit allen Bundesländern im Prinzip mit Ratschlägen, mit Informationen zur Verfügung zu stehen, eben auch auf die Position des DFB entsprechend hinzuweisen, natürlich auch auf die Risiken, die im Prinzip entstehen könnten, wenn eben nicht gespielt werden kann, aber das ist dann nicht als, ich sage jetzt mal, wie es diese Woche schon mal zitiert wurde, als Drohung zu verstehen, sondern das ist ganz einfach ein Aufklärungsprozess, weil es gäbe ja nichts Schlimmeres, wenn im Grunde nicht all die Dinge, die passieren könnten, die auf Vereine zukommen könnten, im Vorfeld klar transportiert worden wären. Da müsste sich der DFB nachher den Vorwurf gefallen lassen, ja, hättet ihr das mal in dieser Deutlichkeit gesagt, dann hätten wir eine andere Entscheidungsgrundlage. Wobei ich hier klar und deutlich sagen muss, in zwei Konferenzen sind alle 20 Vereine über das, was jetzt auch gestern nochmal deutlich gemacht wurde, nämlich mögliches Schadensersatzforderung, Ausfall von Geld, massive Auswirkungen auf Verträge eventuell der kommenden Spielzeit, sind die Vereine komplett informiert worden. Das ist also nicht so, dass wir jetzt argumentativ, so versucht es natürlich im Moment der ein oder andere auch bei den Vereinen zu interpretieren, plötzlich irgendwelche Drohgebärden aufbauen. Dem ist mitnichten so. Da ist ein ganz faktischer, analytischer Vortragsform von den Fachleuten im Hause des DFB allen Vereinen genau diese Grundlagen eben auch geschildert worden. Offensichtlich ist das aber dann auch an die Entscheidungsträger in der Politik nicht an allen Stellen auch so transparent weitertransportiert worden. So ist es natürlich so, dass vielleicht daraus jetzt die Interpretation besteht, man will irgendeinen Druck aufbauen. Nein, unsere Aufgabe ist es, aufzuklären, zu informieren, die Ziele eines Spielklassenträgers, der am Anfang der Saison, und das gilt für alle Ligen, eine Vereinbarung mit dem Verein getroffen hat, den Spielbetrieb zu organisieren, dass im Prinzip er diese Situation schildert und hoffentlich genügend Aufklärungsarbeit jetzt auch geleistet hat oder gerne auch noch bereit ist zu leisten, um die Grundlagen zu schaffen, dass Trainings- und dann auch Spielbetrieb in allen Bundesländern möglich ist.
ist. Ja, Sie sprachen die Drohungen an. Da ging es konkret um den Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, um Rainer Hasselhoff. Das waren natürlich schon sehr, sehr scharfe Worte, die er gewählt hat. Er hat diese Worte gewählt, dass Drohungen ausgesprochen worden sind. Lizenzentzug und so weiter. Sie haben das dementiert. Sie als DFB haben das dementiert. Jetzt ist aber die große Frage. Ich meine, wir sind uns alle darüber einig, dass es gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich für alle herausfordernd ist. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, es gibt Diskussionen, auch das ist alles in Ordnung und klar. Aber wie konnte es so weit kommen, dass dann doch öffentlich diese Zerstrittenheit immer wieder zutage gefördert wird? Warum kann man dem nicht Herr werden aktuell? Ja, das ist schwierig, weil es begann einfach damit, dass die Interessenslagen schon sehr klar erkennbar waren auf die Partikularinteressen. Das im Grunde, das hat mich überrascht aber und auch enttäuscht, aber das ist mittlerweile vorbei, weil jetzt hat man sich schon fast daran gewöhnt, dass im Prinzip Vereine quasi ihre sportliche Situation dann in Verbindung bringen. Zunächst mal waren es bei dem einen oder anderen Verein, waren es erstmal die wirtschaftlichen Punkte. Da wurde im Prinzip auch mit sehr großzügiger Unterstützung der DFL und der vier Champions League Vereinen im Prinzip Unterstützung gewährt für die ganzen zusätzlichen Aufwendungen, die jetzt eventuell anstehen oder die anstehen werden. Dann war es im Prinzip die Gesundheit, die im Vordergrund stand. Die steht bei uns allen im Vordergrund. Jeder von uns im DFB, in allen Vereinen, da gab es nie einen Dissens, dass in Deutschland die Gesundheit im Vordergrund steht. Nur jetzt zu einer Zeit, wo im Prinzip in allen Bundesländern, auch in den von Ihnen angesprochenen Bundesländern, immer mehr Öffnungen kommen, dann passt natürlich, wird dieses Argument jetzt auch nicht mehr so sehr verwendet. Und jetzt passiert von dem einen oder anderen Verein die Situation, dass er ganz einfach auf die politischen Entscheidungsträger zeigt und sagt, ja, die sind es schuld. Und das finde ich ein Stück weit auch von unfair, denn ich glaube, die Politik in unserem Lande hat in den letzten Wochen sehr viel gravierende Entscheidungen treffen müssen, sehr schwerwiegende Entscheidungen und trifft jetzt die Entscheidungen zum Ausstieg. Und ich glaube, da darf man jetzt nicht mit dem Finger aufeinander zeigen, aber man darf auch nicht vielleicht Aufklärungsinformationen, die für jeden, der mit dem Fußball zu tun hat, normal sind, nämlich was passiert, wenn einer nicht antritt, was passiert dann, wenn das Szenarien erläutert werden vom DFB-Präsidenten und dem Generalsekretär, das als Drohung zu implementieren, weil eigentlich hätten die Vereine ihre politischen Verantwortlichen, die in solchen gravierenden Entscheidungsprozessen impliziert sind, einfach mit diesen Sachverhalten auch vorher schon konfrontieren müssen, damit sie im Prinzip eine Einschätzung für das Gesamtbild und für die Komplexität, wenn man eben nicht als Spielklassenträger, egal in welchem Wettbewerb, nicht nur für einen Verein, sondern eben für die Gesamtheit der Vereine letztlich Verantwortung trägt. Es gibt natürlich auch ein paar positive Beispiele. Viktoria Köln zum Beispiel, die haben die beiden erforderlichen Corona-Testreihen durchgeführt. Sie sind wieder eingestiegen ins Mannschaftstraining. Es gibt ja auch einige Vereine, die sich dafür ausgesprochen haben, die Saison fortzusetzen. Damals war das Meinungsbild, 10 hatten sich dafür entschieden, 8 dagegen und 2 haben sich enthalten. Und das war ja auch dann die Grundlage, um weiterzugehen und zu sagen, wir wollen eine Fortsetzung der dritten Liga irgendwie ermöglichen. Ist jetzt eigentlich noch so eine gemeinsame Vision möglich? Wie schätzen Sie die Lage aktuell ein? Ich meine, es ist nur noch eine gute Woche, dann soll es eigentlich weitergehen. Ja gut, ich denke mal, wir wissen alle, dass Zeitpläne im Prinzip Pläne sind und im Grunde die natürlich immer wieder nochmal auf den Prüfstand kommen im Hinblick auf die Verfügungslagen. Das muss klar sein. Ich glaube, was ganz wichtig war, dass im Prinzip wir als Spielklassenträger bei aller Disharmonie bei dem Verein eins eigentlich deutlich gemacht haben, dass wir den Wunsch der Vereine erfüllen wollen, zumindest bis auf die beiden Relegationsspiele, zweite, dritte Liga, den Spielplan bis zum 30.06. zu realisieren. Ich glaube, das haben wir deutlich gemacht, dass wir da auch, ich sage jetzt mal, eine gemeinsame Linie gehen. Sollten sich natürlich jetzt Verfügungslagen weiter verändern, dann ist natürlich unser eigentliches Ziel im Sinne der Vereine ja vielleicht in Frage gestellt, je nachdem, wie sich die Thematik entwickelt. Und da muss man natürlich dann wieder über andere Zeitfenster nachdenken. Aber zunächst mal ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass alle, die sich um das Thema Dritte Liga kümmern, vom Ausschuss Dritte Liga unter Leitung von Tom Eilers angefangen, bis hin zu allen operativ Handelnden im DFB,
ich beziehe aber hier ausdrücklich den DFB-Präsidenten und den Generalsekretär auch mit ein, erstmal versucht haben, alle Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dem Wunsch der Vereine aufgrund der Situation in den Vertragslagen die bestmögliche Situation zu schaffen, bis zum 30.06. die Saison zu beenden. Sollte sich die Verfügungslage durch Diskussionen im politischen Raum eben verändern und ich sage jetzt mal, der 26., den haben Sie ja angesprochen, eben auch nicht so realisieren lassen, dann muss man eben in die nächsten Stufen reingehen. Aber wichtig ist erstmal, wir haben eine klare Botschaft bis zum 30.06. Und das war auch die Beschlussgrundlage, die der Ausschuss dem Verein vorgelegt hatte, nämlich so weit möglich. Nur wenn im Prinzip aufgrund der Situation einzelner Bundesländern wir dieses nicht realisieren können, dann müssen wir logischerweise entsprechend anpassen. Denn wir haben immer wieder gesagt, oberste Priorität hat die Einschätzung der Politik, die Entscheidung der Politik. Und ich bin ja aber auch zuversichtlich, auch unter einem Aspekt, dass es mir, ja, dass ich im Moment als Nicht-Jurist mich schon ein bisschen schwer tue, zu verstehen, warum im Prinzip, ich sag mal, ich nehme jetzt mal die zweite Liga, wenn dort der Beruf des Fußballspielers ausgeübt werden kann und bei den Mannschaften im DFB-Pokal, da denke ich insbesondere auch nicht nur an die drei Bundesliga-Vereine, sondern auch an den ersten FC Saarbrücken, an die Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga und natürlich die dritte Liga. Auch dort sprechen wir im Prinzip von dem Beruf des Fußballers, warum hier eine Unterscheidung gemacht werden könnte oder sollte. Und da setze ich im Prinzip jetzt die Hoffnung rein, dass die politischen Entscheidungen in diese Richtung getroffen werden. Ja, Sie sprechen es an, die dritte Liga ist ja auch eine Profiliga, genau wie die erste und zweite Fußball-Bundesliga. Man hat aber manchmal den Eindruck, dass sich nicht alle Vereine dieser Tatsache ja, im Klaren darüber sind, dass es so ist. Ist das auch ein großes Risiko, wenn sich jetzt tatsächlich die Vereine durchsetzen, die schon die ganze Zeit öffentlich Meinung betreiben? Was könnte denn passieren, wenn es jetzt wirklich dazu kommt, dass dann die Saison nicht fortgesetzt wird und sogar abgebrochen wird? Also wir haben den Vereinen gegenüber sehr transparent alle Szenarien, alle Möglichkeiten im Prinzip aufgezeigt. Und ich glaube, das ist auch richtig so, damit im Gesamtbild dann die Entscheidungen getroffen werden. Dass die dritte Liga im Moment nicht den Eindruck erweckt, sie wäre eine professionelle Liga, aber jetzt weniger von den Finanzen her, sondern eher vom Verhalten her. Das ist sicherlich in der öffentlichen Wahrnehmung im Moment nicht zu bestreiten. Aber auf der anderen Seite möchte ich vielleicht auch ein Stück weit noch so fair bleiben und sagen, ich nehme nicht durchgängig, dass es Vereine sind. Es sind Verantwortliche in den Vereinen. Ich weiß nicht, wie im Prinzip das gesamte Meinungsbild in dieser Anzahl von Vereinen eben ist. Da muss man auch immer aufpassen, dass man da im Prinzip auch richtig differenziert. Ich kann immer nur die bewerten, die sich äußern und ein Meinungsbild abgeben für ihre Vereine. Und da ist gerade die Vorgehensweise entsprechend. Auf der anderen Seite beklagt jetzt der ein oder andere, der Ton des DFB wird schärfer oder strenger, finde ich schon, bringt mich schon fast zum Schmunzeln, denn man muss mal das Rollenspiel der letzten Wochen beobachten, wer hier entspannt und gelassen und versucht hat, mit Energie und Einsatz die Dinge noch wieder zusammenzuführen oder vielleicht doch zusammenzuhalten. Also ich glaube, da war der Spielklassenträger eher derjenige, auch vor allen Dingen auch mit der Geduld, mit der Ausschuss dritte Liga im Moment mit dieser Thematik umgeht, ist eben bemerkenswert. Und deshalb geht es immer wieder weiter, nicht um einen Spalten, sondern um ein Vereinen. Aber dazu gehört natürlich auch, dass alle auch ein bisschen das vereinte Denken für die dritte Liga eben im Kopf haben und nicht vielleicht die eine oder andere Sorge, die sich auf andere Sektoren des Sports bezieht. Und was stimmt Sie zuversichtlich, dass es dann doch noch klappt mit der Fortsetzung und der Beendigung der dritten Liga? Also es ist in der heutigen Zeit, in der Gesamtlage, wie bei vielen Dingen, schwierig. Keiner weiß, können die Gastronomen demnächst noch mehr Tische belegen? Können im Prinzip, ich sag mal, die Grenzen noch weiter geöffnet werden? Können sie geöffnet bleiben? Und in dem gleichen Terrain bewegen wir uns doch im Fußball auch. Nur alle Bereiche haben sich geöffnet, werden geöffnet. Die Politik macht da
einen sehr guten Schritt mit Augenmaß und stellt trotzdem nicht alle zufrieden. Und ich bin eigentlich deswegen optimistisch, dass wir zumindest an den Start gehen können, weil ich glaube, das Augenmaß dem Beruf des Fußballers im Prinzip zu ermöglichen, genauso wie man im Prinzip eine Beschränkung von kleinen und großen Geschäften ermöglicht hat, so sollte es auch sein von namhaften großen Vereinen, aber auch von anderen Profivereinen eben auch das Ganze zu ermöglichen. Und ich glaube, dass mittlerweile in allen Bundesländern die Öffnungssituationen so sind, dass im Prinzip das Spiel 11 gegen 11 jetzt auch ein überschaubares Risiko darstellt. Aber das ist nochmal, und das sage ich mit aller Deutlichkeit, nicht eine fachlich begründete Meinung, sondern es ist eine betrachtende Meinung auf die Entwicklungen in unserem Land in den letzten Wochen. Und da bleibe ich aber auch dabei, die Bewertung haben insbesondere die Gesundheitsbehörden zu tätigen, die aber auch die Umsetzung des Konzeptes ja nun wirklich auch prüfen. Ich halte fest, die Lage bleibt weiter undurchsichtig. Trotz allem vielen Dank, dass Sie ein bisschen Licht reinbringen konnten ins Dunkel und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Gerne, gerne. Vielen Dank und wahrscheinlich bis zur nächsten Runde. Bis dahin. Ciao. Dankeschön. Danke.